So, hallo Leute, heute wieder ein kleines Messervideo über alte, ja, klassische Jagdmesser. Da geht es dann eher so ein bisschen um die cleanen Formmaterialien und so weiter. Ja, fangen wir an mit dem Klassiker, das ist so, das kennt man, das gute alte Jagdtaschenmesser, hat hinten so einen Druckverschluss. Ist eine alte Form, die gemacht worden ist. Was haben die Dinger meistens? Ist eh klar, eine schöne Klinge. Dann kippen wir es wieder nicht auf. Dann haben wir hier eine schöne Säge für Schloss, für Knochen zum Durchsägen. Und letzten Endes natürlich noch die sogenannte Aufbruchklinge. Das ist das Teil, das Ding hier vorne ist stumpf. Das führt man dann praktisch zu. Unter die Bauchdecke ein und kann dann praktisch mit einem Zug die komplette Bauchdecke öffnen, ohne dass man halt Probleme hat, dass man wie bei der normalen Klinge jetzt hier Eingeweide, Darm und so weiter zerstört. Und da hat man also dann nicht die ganze Suppe im Tier, wenn man mal daneben schneidet. Also Klassiker Jagdtaschenmesser. Dann gibt's das Teil hier. So schaut es aus. Das ist ein sogenannter Wildtöter. Warum Wildtöter? Weil es im Verhältnis zu den anderen Messern eine sehr lange Klinge hat, kräftige Klinge. Die alten Jagdtaschenmesser oder Messer haben alle so ein bisschen auch diese Küchenmesserform, ist eh klar, weil wie gesagt, das war halt schon immer die gängigste Form. Gängigste Klingenform, sage ich jetzt mal. Und der Wildtöter hier zum Beispiel hat eine relativ lange Klinge. Was macht man mit dem Ding? Man fängt also das Wild ab. Das heißt, durch einen sogenannten, unter der Schulter zum Beispiel kann man durchstechen oder beim Wild vorne in den Brustkorb, Kälberfang. Halsschlagader öffnen, dafür sind die Dinger da. Das ist also wie gesagt der sogenannte Wildtöter. Na, sind jetzt die Hunde wieder hin. Da, passt. Dann als nächstes haben wir so ein schönes Teil hier. Das ist der sogenannte Jagdnicker. Wenn man jetzt da einfach nochmal einen Vergleich nimmt zum Wildtöter, ist Klingenform relativ gleich. Wir haben hier ein bisschen mehr eine Art Reinrutschschutz und dieser Nicker ist also auch ein schönes klassisches Jagdmesser. Es gibt das sogenannte Abnicken beim Reh, das muss man aber können, also das ist keine einfache Geschichte und zwar wird da oben zwischen Schädel und Wirbel mit der Klinge eingedrungen und die einmal ruckartig hin und her bewegt. Und dann verändert das Wild also sehr, sehr schnell. Bietet sich also zum Beispiel an, wenn man kein freies Schussfeld hat. Und ist schon eine Kunst an sich. Ich gebe es offen zu, ich kann das Abnicken nicht. Müsste ich vielleicht mal öfter an einem toten Stück üben. Aber wie gesagt, ich bin eher der, der unter die Schulter reinfährt oder die Kehle durchschneidet. Aber wie gesagt, früher, klar, wenn einer das schon fast beruflich macht, sage ich jetzt mal, der ist natürlich da dann schon fachlich ein bisschen versierter. Und dann gibt es das sogenannte, schaut so aus, Forstnicker. Forstnicker hat jetzt einen Unterschied hier, eine sehr große, bauchige Klinge, womit man auch ein bisschen hacken kann. Im Vergleich jetzt hier, sieht man so ein bisschen,
Also eher eine kopflastige Klinge, lässt sich auch sehr, sehr gut wieder mitarbeiten, häuten, solche Geschichten. Also das ist ein sogenannter Forstnicker, kopflastig, normaler Nicker, spitz. Dieser dabei. Ja, das war es eigentlich. Die normalen Nicker werden auch gern bei Trachtengeschichten, also werden die praktisch genutzt. Die hat man dann hier so in der Hose stecken, in der Lederhose. Ist eigentlich so, sag mal, die drei Sachen und natürlich das Taschenmesser sind so die ursprünglichsten Jagdformen. Das hat man da immer gern genommen. Früher halt, wie gesagt, Carbon. Jetzt sind die rostfreien Stähle etwas beliebter, weil sie einfach pflegeleichter sind. Natürlich immer schon bei Jagdmessern eigentlich ein Muss, eine durchgehende Klinge. Die bevorzuge ich immer, weil da muss man wirklich viel anstellen, bis sowas kaputt geht. Von den Materialien, wenn man es sich leisten konnte, Horn. Teilweise früher aus Holz, aber wie gesagt, wenn man als Jäger oder Förster unterwegs war, dann kommt man an solche Materialien natürlich auch relativ leicht ran und hat die dann natürlich in den Messern genutzt. War auch immer so ein bisschen ein Statussymbol. Die sind sehr gepflegt worden, die Sachen. Statussymbol und auch halt einfach ein Gebrauchsgegenstand, weil man die halt dann, also der Berufsjäger oder der Berufsjäger, Berufsförster besser gesagt, hat die dann halt auch täglich im Einsatz gehabt. Und so schauen die aus. Wenn man jetzt von der Klingenstärke schaut, also auch immer sehr bullige Klingen, dass die also wie gesagt nicht abbrechen. Ja, der Forstnicker, der hat zum Beispiel hier noch eine ganz leichte Sägezahnung, aber das sind halt alles so kleine Spielereien, je nach Hersteller und Modell, je nachdem, was da jeder so gemacht hat. Und halt natürlich nicht zu vergessen, das alte klassische Jagdtaschenmesser. Wie gesagt, wenn einer Zeit hat und recht visiert ist mit dem Ding, dann kann man da, wie gesagt, auch fast alles mit aufbrechen. Ja, das war jetzt ein ganz kurzes Video über klassische alte Jagdmesser. Einmal halt Jagdtaschenmesser, hat eigentlich so ziemlich jeder in der Hose stecken. Der sogenannte Nicker, auch gern noch im Trachtenbereich als Zierde. Dann der Wildtöter, lange Klinge zum Abfangen. Und der sogenannte Forstnicker, kopflastige Klinge, kann man auch kleine Sachen mit hacken, hauen und zum Abbeigen recht schön. Ja, das war's. Wie gesagt, vielen Dank. Macht's es gut, euer Waldläufer.